Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Snowpiercer Staffel 2. Die ist jetzt durch auf Netflix und ich muss sagen, sie ist besser geworden als die erste. Wer die erste noch nicht gesehen hat, ich werde jetzt hier kurz was zusammenfassen, was ich bei meiner Preview nicht gemacht habe, was in der ersten Staffel passiert ist, weil, ja, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut euch lieber die Preview an. Dementsprechend, es geht nämlich nahtlos weiter nach der ersten Staffel. Wilford ist zurück und zwar mit Big Alice. Also der Zug von Wilford dockt an den Snowpiercer hinten an und es kommen einige neue Charakter dazu. Unter anderem Wilford, gespielt von Sean Bean, und der macht wirklich einen guten Job, da kann man nicht meckern. Also das ist echt sehr, sehr gut. Der bringt einen ganz neuen Charakter mit rein. Auf der anderen Seite aber zum Beispiel auch Alex, also die Tochter von Melanie, die den Zug, also den Snowpiercer, geführt hat. Und das ist, muss man sagen, eine Komponente, die viele neue Facetten bringt, ein bisschen Hintergrundgeschichte auch vor allem mit reinbringt. Und insgesamt ist der Anfang und ab ungefähr der sechsten Folge wird es richtig stark. Also zwischen Folge 3 und 5, da ist es so etwas mau, was die Geschichte angeht. Da verliert sich der rote Faden so ein bisschen, weil es etwas allgemeiner von der Erzählweise her wird. Aber das hat man oft bei so typischen amerikanischen Fernsehserien, dass die eben versuchen, auf die Länge gefühlt zu kommen. Aber so macht der am Anfang richtig Spaß, weil man eben neue Charaktere, neue Welt im Anführungszeichen, weil ja Big Alice ein neuer Zug ist, den man auch sozusagen als Zuschauer mitentdeckt. Und auf der anderen Seite, am Ende geht es halt so hin, wo man sich denkt, wow, wie wollen die das jetzt zum Ende der zweiten Staffel noch irgendwie hinkriegen, dass man sagt, es hört nicht ganz beschissen auf. Und sie kriegen es sogar hin. Und das ist echt interessant, weil eine dritte Staffel ist anscheinend auch schon bestätigt. Und ich freue mich echt drauf, weil die Thematik ist super cool. Die Charaktere werden wesentlich besser ausgefeilt und erzählt. Und gefühlt geht es mehr um die große Sache. Das war das Problem der ersten Staffel, dass es immer so ein bisschen um Kleinigkeiten ging, die zwar nett sind, aber keinen großen Mehrwert mitgebracht haben. Und das ist hier in der zweiten Staffel wesentlich besser gelöst. Man muss auch sagen, man sieht mehr vom Snowpiercer. Viele verschiedene neue Facetten hat mir sehr, sehr gut gefallen und vor allem auch so emotionale Sachen kommen durch die Beziehung zwischen Mutter und Tochter hier wesentlich besser zur Geltung. Dementsprechend insgesamt kann ich sagen, auch weil der Cast sehr, sehr gut besetzt ist, gleicher Cast wie in der ersten Staffel plus ein paar neue dazu, da kann man nicht meckern. Synchro ist ebenfalls in Ordnung und technisch ist er auch schön geworden, weil man sieht mehr vom Snowpiercer auch von außen, also von der Welt, und das ist alles ein bisschen. Es wirkt nicht mehr so mystisch wie in der ersten Staffel, sondern man erfährt einfach mehr und man will trotzdem immer dranbleiben. Also jeder, der die erste Staffel mochte, wird die zweite wahrscheinlich noch viel mehr mögen. Und dementsprechend kann ich nur sagen, echt richtig, richtig gut geworden. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und 4 von 5 Punkten, ich bleibe bei meiner Wertung nach der ersten Staffel, ist eine sehr, sehr gute Serie. Und ja, auch wenn sie in der Mitte ein paar kleine Schwächen hat und auch nicht so überragend gut erzählt ist, sondern sagt, man wird es vielleicht ein zweites Mal gucken oder auch, ja, aber sie lässt sich sehr, sehr gut wegschauen, wegbingen, und deswegen habe ich jetzt auch persönlich, muss ich sagen, gewartet, bis viele Folgen raus waren und die jetzt innerhalb von einer Woche fertig geguckt, die Serie, damit ich wirklich dieses ganze Erzählspektrum in kurzer Zeit aufnehmen kann, damit ich auch bewerten kann, wie gut es funktioniert. Und es hat echt Spaß gemacht, eine Folge nach der anderen wegzugucken, weil auch einige Charaktere neu beleuchtet werden oder auch ja mehr Details bekommen im Sinne von Hintergrundgeschichte. Dementsprechend, schöne Serie geworden, kann ich empfehlen, kann man sich anschauen. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und ihr müsst schon weiterzocken. Ciao!